Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Dieser Moment, wenn du darauf wartest, dass deine Eltern ins Bett gehen, damit du dir endlich einen flattern kannst. Ein bisschen mehr Ernst täte Räte uns gut. Ich bin wie ein dickes Buch. Dick. Ich las eben in einem Greifvogelforum, dass Eulen sehr unangenehm riechen. Werde, denke ich, weiterhin einen Deo-Roller statt einer Eule verwenden. FIFA WM 2018 in Russland. Diesmal kommen wir im Sommer. Rosen sind rot, Münzen sind Geld, ich habe mir eben eine Pizza bestellt. Komm bitte her und leg dich drauf, denn auf meiner Pizza fehlt noch Lauch. Chef will meinen Urlaub nur bewilligen, wenn ich für eine gleichwertige Vertretung sorge. Habe jetzt so eine chinesische Winkelkatze gekauft. Ich bin schon so lang Single, dass ich mir fast gar nicht mehr vorstellen kann, mit geschlossener Tür zu kacken. Nicht der Apfel hat das Schneewittchen vergiftet, sondern ihr blindes Vertrauen in Menschen. Ich ging zu einer Halloween-Party als Huhn gekleidet, traf ein Mädchen als Ei gekleidet. Eine Frage, die so alt war wie die Zeit, wurde beantwortet. Das Huhn. Gestern war Welt-Alzheimer-Tag. Total vergessen. Suche eine sehr attraktive Frau, die für 500 Euro mit mir schläft. Bitte recht zeitnah, brauche dringend das Geld. Mein Freund hasst dieses Milchpulver. Magermilchpulver? Überhaupt nicht, hör doch mal zu. Wenn du keinen Hunger mehr hast, brauchst du nichts mehr essen. Oma Margarete, 84, lügt. Ich bin nicht so eine. Chantal, 17, ist so eine. Keiner weiß, was er kann, aber alle nennen ihn Chef. Habe gesagt, wenn sie nicht tut, was ich sage, wird sie meine 9mm kennenlernen. Sie lacht mich seit einer Stunde aus. Was soll ich mit teurem Schmuck, wo es doch Augenringe gratis gibt? Ich habe gerade so ein starkes Bedürfnis nach Kuchen, ich kann es gar nicht in Torte fassen. Ich mag die Zeitschrift beim Arzt. Diese Merkel könnte echt die erste weibliche Bundeskanzlerin werden. Manchmal wache ich sonntagmorgens auf und denke mir, geil, schon angezogen. Dein Vater hat noch versucht, ihn herauszuziehen. Der Rest seiner Größe ist auf dem Bettbezug gelandet. Ich, 25, im Umgang mit Lilliputanern. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.